Für Muriel Baumeister war das letzte Jahr kein einfaches. Bei der Schauspielerin, die unter anderem bei Marie fängt Feuer oder Morden im Norden zu sehen war, wurde ein Tumor in der Brust gefunden. Im Interview mit Bunte erklärt sie, sie habe die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens durchgemacht. Seit sie im Sommer 2022 mit Brustkrebs diagnostiziert wurde, befindet sich Muriel in Behandlung. Ich versuche immer positiv zu sein. Insofern sehe ich unseren Anlass als schön an. Immerhin sitze ich hier, bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten, meint die Schauspielerin. Die verschiedensten Heilungsmethoden habe Muriel Baumeister schon genutzt. Sie habe Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Vor einem Jahr im Juli war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde, fügt das TV-Gesicht hinzu.